Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, wir sind wieder von Trader Online Video. Jenna. Hi. Gegen mich, den Micha, im finalen Matchup unserer Einsteiger-Deck-Duelle zu Mord in Cardiff Manor. Ne, denn da haben wir uns nämlich Decks gebaut, nur aus den gewöhnlichen Karten der Edition. Du spielst welche Farben? Weiß-blaue. Ich spiele weiß-grün, das heißt, wir werden vielleicht auch ein bisschen gleiche Karten haben, denn das ist ja ein Limited Pool. Die Deckvorstellungsvideos haben wir schon auf YouTube hochgeladen, auch wenn ihr hier die Wiederholung auf YouTube jetzt seht, dann sind auch die ersten beiden Matches schon gelaufen und du hast Julian hart besiegt. Ja. Und bei Julian und mir hat er mich leider besiegt, aber mit einem 2-1 und ich habe im dritten Match echt schlecht gezogen. So, also da mal gucken, ne? Mal gucken. Ich will die Flinte nicht ins Korn werfen, wie man sagt. Also ne, abwarten, ne? Mal gucken, wie das so gegen dein Deck läuft. Ne? Wenn ihr generell auch mal hier mitzocken wollt, vielleicht im Stream, dann holt euch mal ein Event-Ticket auf traderonline.de unter dem Reiter Events. Ne, könnt ihr an Magic-Events teilnehmen, indem ihr euch ein Ticket kauft, auch zum Beispiel für Commander oder whatever. Ne? Ja, und wenn ihr das Video auf YouTube seht, schreibt eure Feelings rein in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal und suchtet euch mal durch alle anderen Sachen, die da so am Start sind. Gibt ja noch viele andere coole Videoformate. Video-Tube Shorts, Magic News, Unboxings. Ja, alle Videos, die Jenna und Julian machen. So, das war jetzt die perfekte Abmoderation, oder? Ja, ich weiß nicht. Das Ende war so ein bisschen, hätte ich eigentlich weggelassen, wenn ich du wäre. So, kein Vertrauen. Kein Vertrauen. Du hast schon gemischt. Ja, sicher. Ja. Ich wusste, dass du abgibst. Genau so. Auf diese Karte. Nee. Schnucken oder würfeln? Würfeln. Ich habe den Würfel nur so in der Hand. Ich wollte eigentlich schnucken. Ja, kann ja sein, dass du sagst, ich nehme das Würfelchen mal so. So, dann kommt erstmal schwarze Seele. Oder mache ich weiße Seele? Ich mache schwarze Seele. Ja, dann Würfel. Hoch, ne? Immer. 13. 9. Ich fang an. Würfelglück ist nicht auf meiner Seite. Möchtest du dann anfangen? Ja. Okay. Natürlich. Dann ziehen wir beide 7 Karten. 2, 4, 5, 6, 7. Es ist übrigens auch von uns zu Mord in Cardiff Manor, zu den Commander-Decks, ein Video online gegangen. Also wenn ihr jetzt die YouTube-Wiederholung seht, wo wir die Commander-Decks spielen, die 4, und auch die Karten eingeblendet werden. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, jetzt wo das hier auf YouTube guckt, dann gebt euch das mal. Denn das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. 3 Stunden haben wir gezockt. Das war schon echt krass. Oder fast 3 Stunden. So. Ich frage mich, wer gewonnen hat. Mhm. Ich mich auch. So, jetzt ist die Frage. Ja, halte ich das? Hältst du es oder hältst du es nicht? Ich glaube, ich versuche das mal. Ja, versuch doch. Jenna glaubt an ihr Deck. Believe. Ich halte auch. Okay. Ebene und du bist dran. Mhm. Und zieh ich mal. Bringe eine Ebene und du bist dran. Boom. Mirror Match. Insel und du bist dran. Mhm. Ja gut, das kann ich nicht. Ja. Zieh ich mal. Lege ein Wald dazu und spreche für Grün und 1 einen tunnelnden Tippgeber. Das ist ein Maulwurfspeer. Ah! Ja. 1-1 ist der kann tappen grünes Mana geben und zu Beginn deines Endsegments und falls in diesem Zug eine verdeckte Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist, lege eine +1/+1 Marke auf den tunnelnden Tippgeber. Nimmst du? Ist der süß. Ja, der ist ganz süß. Der ist eine süße Kreatur. Ich spiele mal eine verdeckte Kreatur. Eine verdeckte Kreatur. Also eine mysteriöse Kreatur. Ja, das heißt, die ist 2-2. Abwehr 2. Okay, und du kannst sie jederzeit zu ihren Verkleidungskosten oder whatever dann irgendwie aufdecken. Ja, ne? Dann gebe ich ab. 2-2 ist die. Gut. Zieh ich mal. Dann liege noch eine Ebene. Mhm. So. So, die ist 2-2. Ich würde das jetzt einfach mal hier ganz straight spielen, dass ich einfach mal für 4 Mana. Wollen wir mal was anderes? Ja, wir machen mal 4 Mana. Ich lege mal ein 3-3er dagegen. Mhm. Und das ist der Loxodon Lauscher. Ein 3-3er Elefantendetektiv. Mhm. Der sagt, wenn der Loxodon Lauscher ins Spiel kommt, stelle Nachforschung an. Das heißt, ich erzeuge ein Hinweis. Mhm. Spielstein ist ein Artefakt, das sagt für 2 Mana tappen, zweimal ein Opfer des Artefakts hier eine Karte. Ja. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erhält der Loxodon Lauscher +1/+1 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Dann bist du dran.
spiele mal die Knackerin ungelöster Fälle. 3-3 fliegend, wenn sie stirbt, stelle ich Nachforschung an. Hm. Und dann gebe ich ab. Okay. Gut. Und dann ziehe ich mal. Mhm. Okay. Dann kommt bei mir für 3 Mana eine Verzauberung ins Spiel, nämlich die improvisierten Fesseln. Das ist eine Verzauberung, die sagt, wenn die improvisierten Fesseln ins Spiel kommen, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner ins Exil, bis die improvisierten Fesseln das Spiel verlassen. Du hältst 2 Lebenspunkte dazu. So, ich bekomme schon mal 2 Lebenspunkte. Und ich möchte diese Kreatur ins Exil schicken. Wenn sie stirbt, stellst du Nachforschung an. Sie stirbt aber nicht, sie wird ins Exil geschickt. Ich lege sie mal hier drunter. Ja. Das ist eine Verzauberung, ist das, ne? Okay, so, ein Mana habe ich noch. Dann kommt mal der 3-3er vorbei. Du nimmst Schaden. Gut, ein Mana haben wir noch. Dann kommt für ein Mana ein Inspektor-Neuling. 1-2, Menschdetektiv. Wenn er ins Spiel kommt, stelle Nachforschung an. Erzeuge einen Hinweis. Das heißt, da haben wir schon den zweiten Hinweis. Wer weiß. Mhm. Und dann, Landdrop hatte ich nicht, dann bist leider du dran. Okay. Irgendwann muss ich ja mal dran sein, ne? Ich spiele mal eine interne Gewehrsfrau. 1-1, wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge ich einen Detektiv-Token, einen 2-2er. Ja. Und für 3 und Tappen sagt sie, ein Detektiv deiner Wahl, den du kontrollierst, erhält +2/+0 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Mhm. Das ist eine gute Karte für ein Detektivdeck. Wie? Wow. Applaus. Danke. Applaus. Dann gebe ich einfach schon wieder ab. Dann gib's ab. Dann tappen wir mal hier. Und ziehen eine Karte. Da ist mehr Sorbe-Energie. So. Ja. Gut. Ja. Wir kommen einfach mal straight nach vorne, würde ich sagen. Du kannst da ganz viel reinschmeißen, musst du dann auch machen. Der Lauscher kommt vorbei. Ich könnte ihn aber auch. Das wären 2 Mana. Dann hätte der Wachsamkeit. Das gefällt mir eigentlich, wenn der Wachsamkeit hat, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ich glaube, das mache ich auch. Ich opfer mal einen Hinweis. Mhm. Um eine Karte zu ziehen. Und dann bekommt er +1/+1 und hat Wachsamkeit. Wird also nicht getappt. Ja. Ich ziehe mal die Karte. So. Okay. Und dann kommen wir in die Angriffsphase. Und das ist dann der Lauscher. Der hat die Wachsamkeit. Kommt, hat jetzt 4-4. Nimm ich. Nimmst du. Okay. Dann. Kommt bei mir. Für 1-2-3. Eine verkleidete, versteckte, eine mysteriöse Kreatur kommt. Ne? Eine mysteriöse Kreatur. Ist 2-2. Mhm. Schutz. Ne? Ist da und triggert den Tippgeber, ne? Weil zu Beginn des Endsegments und falls in dem Zug eine verdeckte Kreatur unter der Kontrolle des Spiels kommt, es liegt eine +1/+1 Marke auf den Tippgeber. Ich bin dann auch fertig und da kommt eine +1/+1 Marke. Ja. So. An Kedevra Witch, diesmal haben wir Garrett wieder reaktiviert. Der hat ja früher bei den Commander Covid hier, ne, Quarantäne-Streams. Da hat Garrett ja immer mitgezockt und wir haben gesagt, Garrett, komm mal wieder vorbei, lass mich mal wieder blicken, wie geht's dir, zock mal mit. Ne, denn er hat lange nicht gezockt und jetzt war er wieder dabei, was uns natürlich sehr freut. Für 2 decke ich mal meine Kreatur auf. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Es ist der steinerne Zeuge, eine 3-2-Kreatur mit Fliegend und Wachsamkeit und sagt, wenn er aufgedeckt wird, kann ich eine Kreatur also, tappen oder Verkleidung enttappen. Kostet 2 Mana. Okay, ja. Fliegend, Wachsamkeit, 3-2. Ich bin doch gerade vorgelesen. Ja, ich wollte nur noch mal eben kurz gucken. Und du kannst ihn für 4 Mana normal casten. Okay, ja, okay, da ist er. Und der greift auch mal direkt für 3. Ja, willst du noch irgendwas tappen, enttappen oder was? Oder ach so, ja, ich tapp dir den da. Das ist auch sinnvoll. Den Lauscher.
Ja, das ist sehr stark. Aber gut, ein Flieger. Ja, der kann aber nicht blocken. Ich komme für drei. Das stimmt, weil das ein Flieger ist. Ja, du kommst für drei in der Luft, kann ich nicht blocken, krieg drei. Und dann kommt bei mir noch eine interne Gewehrsfrau und ich kriege noch einen Detektiv. Mhm. Dann gebe ich ab. Okay. Dann tappe ich mal. Mhm. Ziehe eine Karte. Mhm. So. Mhm. Viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir machen das aber basic, dass ich erstmal wieder sage, ich zahle 2 Mana. Opfer einen Hinweis. Mal schauen, was uns denn, ne, das bringt, nämlich eine Karte. Dadurch wird der Loxodon-Lauscher wieder +1/+1 und hat Wachsamkeit. Ne? So. Ich lege noch eine Ebene. Ich habe ja noch keinen Landdrop gehabt. Ne? Mhm. Glaube ich. Hoffe ich, oder? Ja, hattest du nicht. Okay, gut. So. Und dann wollen wir natürlich auch angreifen und machen das wieder mit dem jetzt 4-4er Wachsamkeits Loxodon Lauscher. Der kommt vorbei. Was wirst du tun? Der trampelt nicht, ne? Der trampelt nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ah, du hast bestimmt irgendeinen doofen Pumpspell auf der Hand. Das kann würdest du nicht angreifen. Das kann, nee, ich greife nur, weil der 4-4 ist. Außerdem will ich angreifen. Ja, das ist logisch. Ja, das ist das, was das Deck macht. Das greift an. Ich glaube mit einem Detektiv-Token. Das funktioniert. So. Zweite Hauptphase. 4 Mana hätte ich noch. Lebenspunkte sehen gut aus sogar. Dann... Dann. Bringe ich mal für 3 Mana. Eine mysteriöse Kreatur ins Spiel. Was mag das nur sein? Wer weiß, wer weiß. So ist sie 2/2. Ne? So, und dann beende ich meinen Zug. Mhm. Ich habe eine verdeckte Kreatur gespielt. Der Tippgeber bekommt eine Plusmarke. Ist dann jetzt schon 3/3. Dann bist du. Gut. Okay. Ich komme für 3 in der Luft. Du kommst für 3 in der Luft, da kann ich nichts gegen tun. Mhm. Da komme ich 3. Auch noch Wachsamkeit hat, das ist krass. Und ich spiele mal die dramatische Beschuldigung. Verzauberung Aura, verzauber eine Kreatur. Wenn sie ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht, während das Enttapp-Segment ihres Beherrschers. Und für 2 mische ich die verzauberte Kreatur in die Bibliothek ihres Besitzers. Für 2 blaue Mana, ne? Ja. Mhm. Da, der wird getappt. Der tappt nicht. Der Elefant. Du magst den Elefanten nicht. Nein. Mhm. Dann gebe ich erstmal ab. Dann gibst du erstmal ab. Okay, dann tappen wir. Ziehen. Das ist lustig. Das ist sehr lustig. So, Lebenspunkte sind alle noch gut. Dann kommt bei mir, jetzt muss ich mir mal meine mysteriösen Kreaturen angucken. Ich glaube, das ist diese. Nee, die ist es nicht. Es ist eventuell diese. Die ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich glaube, das machen wir, weil die einfach gut ist. Die kann dann ja auch angreifen. So, wenn du Besitzer hast, ja. Würdest du eine mysteriöse Kreatur nehmen sollen? Das wäre vielleicht besser gewesen. Denn jetzt drehe ich mal 5 Mana. Mhm. Und wir werden gucken, was verbirgt dich denn hier?
Und da, erschrecke, da verbirgt sich die Hüterin der Absperrung. Ist eine 4-4-Kreatur, die sagt, für Verkleidung 5 spiele ich sie jetzt, normal kostet sie auch 5, sagt, wie die Hüterin der Absperrung ins Spiel kommt oder aufgedeckt wird, lege X plus 1 Marken auf sie, bevor X gleich der Anzahl anderer Kreaturen ist, die du kontrollierst. 1, 2, 3, 4. Das heißt, da kommen 4 plus 1 Marken drauf. Wir hatten irgendwie noch so einen Dizer. Und damit ist sie eine coole 8-8-Kreatur, die sogar angreifen kann. Was sie auch möchte. In Dach 8 klingt doch nach einer guten Sache. Da kommt sie. Guck. Blockt eine Gewehrsfrau. Das funktioniert. Okay, dann bist du wieder dran. Ein Land. Ich greife dich mal für 3 in der Luft an. Das ist klar. Und für 6 spiele ich mal die Spitzenermittler. 4-4. Wenn sie ins Spiel kommen. Für 6 Mana, Leute. Bringe bis zu einer anderen Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Falls du sie kontrolliert hast, stelle Nachforschung an. Möchte den auf die Hand zurück. Aber ich kann ihn wieder ausspielen, ne? Ja, das ist klar, aber ne? Dann greift er ja nicht wieder direkt an. Das stimmt. Und dann gebe ich ab. Dann gibst du ab. Dann tappen wir mal. Ich ziehe eine Karte. Mehr Zauberenergie. Was aber nicht unbedingt verkehrt sein muss. So, denn wir können ja auch ein bisschen konservativ agieren. Wie wollen wir denn agieren? Der ist 4-4. Den blocke ich natürlich einfach mit meinem Dicken weg. Na, eine Karte, die kennst du auch schon. Du hast nur noch eine Handkarte, nee, ne? Zwei. Zwei Handkarten hast du, okay. Ja, komm. Ich glaube, ich bringe den einfach nochmal. Ne, dann weißt du nicht, was dich erwartet. Alles ist cool. Ich kriege 3 Schaden. Ja, kommt einfach nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Hüterin der Absperrung kann ich ja auch so sprechen. Ja. Ne? Und kommen X plus 1 zu 1 Marken auf 1, 2, 3, 4 weitere Kreaturen. Da ist sie wieder. Ja. Und angreifen möchte ich dann aber nicht. Dann bist du dran. Okay. Darfst mir nochmal 3 Schaden in der Luft machen. Oh, das ist aber nett. Ja, kann ich ja noch verkraften. Ja, komme ich für 3. Passiert. Dann kommt bei mir eine mysteriöse Kreatur. Oh, mysteriös. Und auch ein Inspektor-Neuling. 1, 2 gibt mir einen Hinweis. Ja. Und dann gebe ich erstmal ab. Okay. Ich hätte noch 2 Mana Ende deiner Runde. Möchte ich damit was machen? Nee, ist alles okay. Gut, dann gehe ich in meinen Zug. Ziehe eine Karte. Das ist eine gute Karte. Das ist eine gute Karte. Die gefällt mir, die Karte. Da schmeiße ich einen kleinen rein. Wir spielen das einfach sicher. Ich glaube, wir spielen das einfach sicher. Indem wir sagen, eine Handkarte? Ja, jetzt eine, ja. Eine Handkarte. Ja, komm, egal, sicher. 1, 2, 3.
kommen nochmal improvisierte Fesseln. Mhm. Ich bekomme 2 Lebenspunkte. Mhm. Und nimm dir den Vogel weg. Mhm. Der geht ins Exil. Mhm. Der nervt die ganze Zeit nur rum. Am Boden kann ich blocken. So, dann habe ich noch 4 Mana offen. Mhm. Und möchte damit erstmal nichts machen, denn ich greife erstmal an und ich habe hier so einen schönen 8-8er. Ist doch wunderbar, wenn der vorbeikommt. Dann will ich mit meiner mysteriösen Kreatur blocken und sie aufdecken. Mhm. Ist nämlich eine Museumsnachtwache 3-2 und wenn sie stirbt, kriege ich nämlich ein Detektivtoken. Okay. Also, wenn du nicht pumpen würdest, willst, würde sie halt sterben, ganz normal. Ja, die stirbt doch sowieso, oder nicht? Ja, ja. Müssen wir eben kurz überlegen. So, wenn sie stirbt, erzeugst du den Verkleidung, hat sie 2. Alles okay, ich muss mal überlegen. Ja. Ist aber alles cool. Ja? Ja, das heißt, die stirbt dann einfach. Yep. Ne? So, und ich bin in der zweiten Hauptphase. Hab noch 4 Mana offen. Dann kann ich, glaube ich, einfach gut. Vier Mana habe ich. Selber über die Luft kommen. 1, 2, 2, 1, 2. Ich lege, glaube ich, ein bisschen besser. Ich lege was zum Blocken. 1, 2, 3. 3 Mana kann ich in 2-2er legen. Ich kann aber auch sagen, für 4 Mana. Der wäre auch 4. Na, aber ist egal. Ich bringe mal noch einen neuen Loxodon-Lauscher rein. Mhm. Ein neuer Elefant. Mhm. Der hat dir ja nicht so gefallen. Mhm. Deswegen kommt der einfach nochmal. Mhm. So. Na, der ist 3-3 und bringt einen Hinweis mit. So. Und wenn ich den Hinweis opfern würde, dann bricht der plus 1 und Wachsamkeit. Ja. Ups. Dann bist du dran. Gut. Ziehe ich mal. Und dann für 3 bleibt der mal getappt. Mhm. Und dann. Gut, nehmen wir alle rüber hier. Gebe ich eigentlich auch wieder ab. Mhm. Bleibt alles getappt hier. Gibst du ab. Mana habe ich nicht mehr. Okay. Schon ein zähes Match, aber alles gut. Es zieht sich eine. Okay. Ja, bei mir ist aber alles okay eigentlich, denn ich habe noch viele Möglichkeiten. So. Okay. So. Jetzt habe ich 2 Mana mehr. Das ist gut. Denn erstmal kann ich sagen, für 5. 5 Mana. Decke ich mal die mysteriöse Kreatur auf. Mhm. Die wird zu einem Feuerstoßphantom. Das sind 4-3 Flieger. Mhm. Verkleidung halt 5. Ne? Ja. Der ist jetzt scharf. So, dann habe ich hier noch. Du hast 13. Kannst du mich auch angreifen. Ich kann aber auch blocken. Ist eigentlich alles cool. Dann kommt bei mir. Der Ei könnte angreifen. Das kann ich auch noch bewarten, glaube ich. Wir machen einfach so ein bisschen. Du hast ja nur eine Handkarte. Den 4-4er. Okay, da habe ich ein Problem mit. Aber der kann jetzt angreifen. Die anderen können auch zusammenblocken. Ich muss das Match ja auf jeden Fall nach Hause holen, ist ja ganz klar. So, deswegen kann ich den einfach damit blocken, bla bla bla. 1-1, 2-2, 1-2 ist alles nicht so viel. Dann sagen wir. Ne, wir machen safe. Der greift an. Wir spielen das safe. Ja. Dann bist du. Ende deines Zuges opfere ich den Hinweis, um eine Karte zu ziehen. Ja.
So, wie machen wir das denn jetzt? Gar nicht. Ich spiele mal für 6 noch einen Spitzenermittler. Mhm. Und ich schicke zurück. Gut, ich den. Ah, den Flieger. Den Flieger zurück auf meine Hand. Okay. Dann greife ich dich einfach mal für 4 an. Du greifst mich einfach mal für 4 an. Das kann ich mit dem Inspektor einfach blocken. Du bist aber ausgetappt, ja, ne? Finde ich gut, weil dann machen wir es anders. Dann sagen wir einfach, komm, hier, egal. Das kann Grün ja natürlich auch. Der Loxodon Launcher blockt und bekommt +3/+3 und Trampelschaden bis zum Ende des Zuges mit der fanatischen, ja, Stärke. Ja. Einfach mal ein Removal machen. Hier weniger Kreaturen bei dir. Dann gebe ich ab. Okay, gut. Dann enttappe ich mal. Ziehe eine Karte. Guck an. So, den Flieger hast du mir weggemacht. Also meine Hand mal durchmischen, damit wir nicht wissen, was hier kommt oder so. Wer weiß, was da kommt. Wer weiß, was da kommt. So, aber wir sind uns sicher, dass irgendwas Spannendes kommt. So, es kommt nämlich für 3 Mana. Kommt eine mysteriöse Kreatur. Mhm. Und um dich mal ein bisschen zu verwirren, hier gibt noch eine. Ne, ist ja nur pro Runde, ne? Endsegment. Ah, dann können wir das auch langsam machen. Dann machen wir es langsam. Okay, dann verwirren wir dich nicht. Wir haben 4 Mana offen, das heißt, wir können noch für 2 Mana. Bringen wir noch einen Blocker, nämlich ein Marktwachen-Phantom. Mhm. 2-2. Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält das Marktwachen-Phantom Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Mhm. Ja. Okay. So, jetzt könnte ich noch einen Hinweis opfern, um dich anzugreifen. Flieger habe ich nicht. Wir wissen ja nicht, was da sich drunter verbirgt. Wer weiß, wer weiß. 3 Mana habe ich noch. Bin ich eigentlich erstmal safe, gebe ich ab. Und Ende der Runde ist eine mysteriöse Tür reingekommen. Das heißt, er kriegt eine Marke. Ja. Der Maulwurf ist dann schon 4-4. Ist er gleich ready to attack. Ich spiele nochmal eine interne Gewehrsfrau, kriege dadurch noch ein Detektiv. Ja, und die Kreaturen aber auch ganz gut daraus, ne? Das war zu viel für Julians Removal. Habe ich vorher das gehört, ja. Und ich spiele noch. Spiele ich die verdeckt aus? Ich spiele die nicht verdeckt aus, ich spiele die direkt so aus. Hm. Die Museumsnachtwache nochmal. Ja, wenn sie stirbt, kriege ich einen Detektiv. Mhm. Okay. Und dann gebe ich ab. Dann gibst du ab, das heißt dann. Ich kann den natürlich auch gleich machen. Den kann ich natürlich auch gleich machen. Nee, ist egal. Komm, wir ziehen ja mal. Wir gehen, kommen in die Luft. Ich hol mal den Hinweis. Ich hoffe mal den Hinweis, mhm, ja, um die Karte zu ziehen. Yep. So, dann gehe ich in meinen Zug. Wir wollen jetzt mal ein bisschen hier das Spiel nach vorne bringen. Du hast keine Handkarten mehr. Das finde ich gut. Ich ziehe eine Karte dazu und habe dann 1, 2, 3, 4, 5 Handkarten. Das mir sehr gut gefällt. Eine war ein Land. Aber das mit dem mehr Mana ist auch okay für mich. Ja, dann kommt natürlich erstmal, wer hätte es gedacht, für 5 Mana. Decken wir jemanden eine mysteriöse Kreatur auf. Und ei, der Daus ist ein Fenstersturzphantom. Wow. 4-3 fliegen kann er. Ne? Aufgedeckt für 5 Mana. Ich habe noch 1, 2, 3, 4 Mana zur Verfügung. Das ist gut. Denn du hast ja schließlich auch viele Angreifer da liegen. Das heißt. Wir machen das mal so. Ein
keine Handkarte. Nee. Ja, komm, das wird schon passen. Dann machen wir einfach mal, obwohl der ist ja auch ein schöner Blocker, ne? Ich habe genug Lebenspunkte. Wir greifen dich erstmal mit dem Phantom an. So schön in der Luft. Zack, da ist er. So 4, das heißt, du bist schon fast tot. Dann kommt mal für 3 Mana. Noch eine mysteriöse, verkleidete, verdeckte, mysteriöse Kreatur. Die hätte ich ja vorher gespielt, ne? Dann hätte der auch... Ach ja, ja, war, habe ich zu viel, habe ich nicht gesehen. Okay, ja, stimmt. Aber vielleicht wollte ich ihn als Blocker halten. Ich glaube nicht. Na, wer weiß. Auf jeden Fall gebe ich dir meinen Zug dann ab. Ich beende meinen Zug und dann kommt hier eine Marke drauf. Dann ist der auf 4. Dann haben wir einen 5-5er Maulwurf. Der tötet dich gleich. Der 5-5er Maulwurf. Ja, komm, ich gebe ab. Sie gibt ab. So, sie resigniert. Das ist gut. Dann tappen wir mal. So. Ziehen eine Karte. Mhm. Legen eine Ebene. Mhm. Und dann kann ich dir nämlich nochmal zeigen, was so... Ah, die sind aber getappt, ne? Die sind getappt. Okay. Schade. Aber ich kann dir zeigen, was sich in dem Deck noch versteckt. Wir zahlen mal 5 Mana. Und decken diese mysteriöse Kreatur auf. Und dann ist es zack. Ein 5-5er rachsüchtige Ranke kostet regulär 5 Mana, kostet zum Aufdecken 6 Mana. Das heißt, wir nehmen mal eins mehr. So, wenn die rachsüchtige Ranke aufgedeckt wird, zerstört ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, das beziehungsweise dir ein Gegner kontrolliert. Oh, nicht gelesen. Doch, das sind ja deine. Ja, das sind meine. Genau, das sind deine. Dann nehme ich doch mal diese hier weg. Ja. Damit mein 8-8er wieder frei ist. Aber der ist leider getappt. So. Ne? Aber sieht ja trotzdem gut aus. Das heißt, du ergibst dich ja schon deinem Schicksal, hoffe ich. Das heißt, dann ein 2-2er kann ich jetzt tatsächlich leider nicht spielen. Aber dann kommt mal wieder das Fenstersturzphantom vorbei in der Luft. Und dann kommt eine fanatische Stärke hinterher. +3/+3 Trampelschaden. Das sollte reichen. Ja. Alles klar. Ha! Können wir schnell einmal boarden und ins nächste gehen. Aber so kann das gehen. Guck mal, Jenna hat Julian 3-0 platt gemacht. Und ich schaff's dann gegen Jenna. Zack. Cool. So. Da, take it. Ich möchte aber boarden noch. Ja, ich weiß auch schon, was ich raus haben will. So, mal gucken. Das hat ja alles gut geklappt jetzt. Soweit. So, das heißt, das geht raus. Viele, many, many, many creatures you have. Many, many. Ja, muss ja, ne? Anscheinend muss das, ja. Das war ja alles gut soweit. Ne, man hat ja ein 15 Karten Sideboard und darf dann bis zu 15 Karten boarden, wenn man möchte. Man muss sie nur finden. Eine muss ich nur suchen, anscheinend hier. Habe ich übersehen. Und dann mal gucken, was denn da für schönes Neues kommt hier. Da sind sie. So, was möchte denn dafür rein? Die sind weg. Ein Playset. So. Gut, dann möchte ich aber auf jeden Fall gleich anfangen. Ja, das kannst du machen gleich. Ich kann auch eine lustige Sache sagen. Ich hätte ja wirklich... es gibt eine grüne Karte, kennst du die? Den Schleim? Es gibt eine grüne Karte, wow. Ja, weil wir sagen ja, wir spielen nur Decks mit nur den gewöhnlichen Karten. Ja. Ja, aus der Edition. Ja. So, jetzt gibt es
die Menschenrechtsverschleimung. Für ein grünes und zwei Mana ist das eine Hexerei, die sagt, erzeuge einen 0-0 grünen Schlammwesen-Kreaturen-Spielstein, der Trampelschaden verursacht. Lege X plus 1 plus 1 Marken auf ihn, wobei X gleich 2 plus der Gesamtanzahl an Karten ist, die du besitzt, die sich im Exil oder in deinem Friedhof befinden und die Schlammwesen oder Karten namens Menschenrechtsverschleimung sind. Ach, den ein kannst du Deck so oft haben, wie du willst. Kann eine beliebige Anzahl an Karten namens Menschenrechtsverschleimung enthalten. Ich hätte es so spielen können, dass ich sage, ich mache 20 Wälder, 40 mal diese Karte. Und in Runde 3 hätte ich den ersten gelegt. Die greifen immer an. Wenn der kommt immer der nächste, ist nur stumpf zu spielen, so, weißt du? Ja. Die greifen, weil, ne, also der trampelt ja sogar noch. Der Trampelschaden hat ja. Und der nächste, der dann kommt, wenn einer im Friedhof ist, ist dann schon 3-3. Und dann spielst du immer so weiter. Und dann werden die 4 oder 5 oder so, was ist schleimig. Nur, dann ist es ja kein günstiges Deck mehr, weil du musst so oft hast du die Karte ja im Booster nicht. Aber das wäre natürlich auch lustig gewesen, zu sagen, ja komm, okay, was geht? Jetzt mal hier komplett weird. Ne? So, aber... Ich finde, das solltest du für das Full-Power-Deck dann machen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Genau. Ja. Nee, aber dann will ich auch die Rares und Mystics spielen. Dann werde ich auch die Rares und Mystics spielen. Aber es gibt doch auch irgendwie Schlammwesen... Support, oder? Das ist der beste Schlammwesen-Support hier. Super. Richtig gut. So, aber wir haben jetzt erstmal hier ein Board. Jetzt wird das mal hier geboardet. Und dann wird die Jenna gemordet. 1-0 gefällt uns ja schon mal. Da kommt, siehst du, die 1 leuchtet. Nee, ich mach die jetzt ganz schnell zweimal fertig. Ja, ja. So. Okay, und dann kommen die hier mal irgendwo rein. So. Schön. So. Ja, der Schrecken, die rachsüchtige Ranke, der Schrecken aller Vegetarier. Das ist ein guter Spruch. Ja, ja. So. Und das ist doch schon mal jetzt gut gestartet. Wobei das Deck bisher noch nie die Kurve gespielt hat. Also, ne, dass ich einfach mal die Mana-Kurve schön hochspiele oder so. Einfach eine richtig coole, easy Starthand habe. Das habe ich heute hier noch nicht erlebt, ey. Aber dafür muss halt vielleicht einfach irgendwie spielen. Aber wie du merkst, ich habe in meinem Deck jetzt ein bisschen mehr Varianz drin. Dass ich also nicht immer die Karte viermal, die Karte viermal, die Karte viermal, sondern ich kann mich so ein bisschen mehr einstellen. Weil aber auch der Pool der gewöhnlichen Karten schon richtig gut war für mich. Ja. Also richtig, richtig gut. Ja. Ne, dass du wirklich auch viel machen kannst. Nee, ich suche mir halt lieber die Karten raus, die ich unbedingt haben will. Weil wenn du sie nur zweimal spielst, dann ziehst du sie halt nicht. Ja, okay. Wenn es dann wirklich drauf ankommt. Ja, ich habe auch, also ich habe so ein Gemisch. An, ne? Ja. Okay. 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt bin ich ja auch nicht so aggressiv unterwegs. Das ist ja diese Detektiv-Edition. Du hast halt ein bisschen mehr so zu fummeln, ne? Ach, sorry. Da bist du ein bisschen mehr so unterwegs. So, das ist jetzt eine Hand, ich halte das. Wo wir überlegen wollen, ob wir die halten wollen, weil ich ziehe jetzt auf und ich habe die falschen Farben auf der Hand und das. Nee, das ist es nicht. Das hat mir bei Julian schon ein Spiel gekostet. Weil ich einfach dann schlecht nachgezogen habe. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Denn dann verlierst du einfach, ohne irgendwas gemacht zu haben. Das ist auch nicht schön. So. So sei es. Dann jetzt bist du besser. 4, 5, 6, 7. London Mulligan. Ich ziehe wieder 7 Karten auf. Muss jetzt, wenn ich die Hand halte, eine Karte unter meine Bibliothek legen. Na? Das ist wieder nicht die Kurve. Oh. Die will einfach nicht. Ja, die will nicht die Kurve. Was? Aber dadurch, dass ich einfach schon mal hier entsprechend was hatte, müssen wir eine Karte drunter legen und das ist die und dann sind wir ready. Dann kommt bei mir für 1 der Inspektor-Neuling 1-2 und bringt einen Hinweis mit. Das ist die Kurve. Das ist die Kurve. Und ein Mana-Drop. Gebe ich ab. Ja. Zack. Dann kommt bei mir ein Wald und du bist dran. Dann eine Insel. Für 1 ein Denkhut ist ein Artefakt Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1 plus 2. Ausrüsten an einen Detektiv 1, sonst 3. Lege ich an den Neuling und dann komme ich für 2. Okay. Und der ist jetzt plus 2, 1 plus 4. Okay. Dann gebe ich ab. Okay. Dann ziehen wir mal. Da kommt die Ebene und dann ziehen wir uns mal in die Kurve rein. Ne? Dann kommt nämlich der Tunnel-Tippgeber. 1-1, Maulwurf, tappen grünes Mana, zu Beginn des Endes, falls im Zug eine verdeckte Kreatur in ein Spiel gekommen ist, legt eine bis 1 bis 1 Mark auf ihn. Ja, dann bist du. Ja, der Denkhut ist ja gut, ne? Bei dir in deinem Deck hier jetzt so. Ja, ich komme mal für 2. Jo, passiert.
Und dann kommt die interne Gewehrsfrau und bringt einen 2-2 Detektiv mit. Mhm. Und für 3 und Tappen gibt sie einem Detektiv plus 2 plus 0 und Wachsamkeit. Das geht aber nur wie eine Hexerei. Dann gebe ich ab. Das ist gute Karte, gute Karte. Mhm. Ich ziehe. Mhm. Ich bringe einen Wald und so ein bisschen kennen wir das Spiel schon, denn für 4 Mana kommt dann der Loxodon-Lauscher. Der ist 3-3 und bringt uns auch einen Hinweis mit. Ja. Und sagt, wenn das Spiel kommt, stelle Nachforschung an, da ist der Hinweis, ne? Also Artefakt für 2 Mana, opfern, zieh eine Karte. Immer, wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erhält der Loxodon-Lauscher plus 1 plus 1 in Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Ja. Dann bist du dran. Okay. Hm. Ja, hier Ryo Himitsu, das ist ja, wenn du jede Karte nur einmal spielst, ist das praktisch das Commander-Deck-Format. Du musst ja keinen Commandeur haben oder Highlander-Format, sagt man dann. Ne? Ist auch cool, ja, finde ich auch gut. Aber dafür gibt es ja auch extra das Commander-Format zum Beispiel, wo das dann alle machen. Aber am Küchentisch könnt ihr sowieso alles miteinander kombinieren und euch auf das einigen, wo ihr Bock drauf habt. Ne? So, Jenna ist schon am Nachdenken, das gefällt mir. Ich spiele mal improvisierende Fesseln. Verzauberung, wenn sie ins Spiel kommen, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, ins Exil, bis die Fesseln das Spiel verlassen und du kriegst 2 Leben. Das ist nicht schön. Und dann komme ich mal für 5 sogar. Guter Start. Mhm. Ja, mein sehr Deck ist eigentlich Start. Sehr schnell. Dann gebe ich ab. Okay, das ist ein sehr guter Start. Ich ziehe mal mehr Energy. Mhm. Ja, vor allem kriege ich die ganze Kloppe kriege ich hier. Aber wir wollen ja ein bisschen was dagegen legen, was das auch mal stoppt. Und deswegen kommt einfach jetzt mal für 5 Mana richtig hart gecastet hier. Die Hüterin der Absperrung. Die ist 4-4. Verkleidung wäre auch 5, ne, wie die normalen Kastenkost. Und wenn sie ins Spiel kommt oder aufgedeckt wird, dann gibt es eine 1 Marke auf sie, wobei x gleich der Anzahl anderer Kreaturen ist, die du kontrollierst. Eine Kreatur ist da, sie kriegt eine plus 1 bis 1 Marke, ist damit 5-5. Und dann bist du dran. Einfach totblocken alles hier wieder. Dann spiele ich mal eine verdeckte Kreatur. Mhm. Und dann gebe ich ab. Okay, schön. Besser. Ich ziehe. Mhm. Belege einen Wald. Mhm. Wollen wir den Hinweis schon machen? Nee, wollen wir nicht. Jetzt kann ich natürlich Druck ausüben, wollen wir auch nicht. Das heißt, wir zahlen mal ein weißes und 3 beliebige und bringen eine Greifonauten-Spurensucher hin. Das ist 3-2 Fliegen. Wenn die ins Spiel kommen, schicke bis zu 2 Karten deiner Wahl aus genau einem Friedhof ins Exil. Wir haben noch nichts im Graveyard. Da ist sie. Dann bist du. Dann für 2 drehe ich die Kreatur mal um. Es ist der steinerne Zeuge, 3-2 Wachsamkeit fliegend. Wenn er aufgedeckt wird, kannst du eine Kreatur deiner Wahl tappen oder enttappen. Ich tappe dir mal den Flieger. Menno. Ich spiele mal noch einen Denkhut. Mhm. Und ich lege mal einen Denkhut an den Zeugen. Und dann also das ist ein Detektiv oder was? Ja, klar. Oh Gott, das geht ja ab. Und was? Dann komme ich mal für krank. 4 in der Luft. Kommst du für 4 in der Luft. Ja, kann ich nichts gegen machen irgendwie, ne? Ja. Dann krieg ich 4. Ja. Jetzt willst du es auch wissen, ne? Dann gebe ich ab. Ende der Runde zahle ich mal 2 Mana, um diesen Hinweis zu opfern. Mhm. Um mal zu gucken, was sich hier verbirgt. Und dann, oh, das ist sehr gut. Dann enttappe ich. Mhm. Gehe in meinen Zug. Ziehe eine weitere Karte. Mhm. No, das ist auch nicht. Das ist auch, Mann, das haben wir noch nicht gesehen. Das ist eine neue Karte. Mhm. So, so. Ich lege einen Wald. Mhm. Mehr Zauberenergie. Das ist nicht verkehrt bei diesem Deck. Denn Handkarten? 2. Ausgetappt, ne? Ja. Wunderbar. Dann kommt nämlich für tatsächlich 4 Mana eine Verbrechensbekämpfung. Das ist eine Hexerei. Sagt, als zusätzliche Kosten für den Zauberspruch zu wirken, kannst du Beweissicherung 6 durchführen. Dann kostet er beim Wirken 2 weniger. Würde also nur 2 Mana kosten. Beweissicherung, um Beweissicherung 6 durchzuführen, schicke Karten mit Gesamtmana-Betrag 6 oder mehr aus deinem Friedhof ins Exil. Ist momentan nicht da. Ich spiele es also ganz normal für 4 Mana. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Das ist die Greif-und-Orten-Spurensucherin. Sie fügt einer Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Das heißt, sie würde jetzt 5 Schadenspunkte auf deinen Vogel machen. Ja. Das ist kein Vogel, das ist ein Gargoyle. Das ist ein Vogel.
Gargoyle sind auch irgendwie Vögel. Nee. So, und dann kann sie jetzt vorbeifliegen. Du hast keine Fliegerblocker, nee, ne? Dann kommt die jetzt einfach mal hier für 5. So soll das sein. Und dann bringen wir für 3 Mana, oder? Ja, doch, ja. Für 3 Mana. 2, 3. Eine verdeckte, mysteriöse Kreatur. Wer weiß, was das ist. Mhm. Wer weiß, wer weiß. Da ist sie. Dann bende ich meinen Zug und weil eine verdeckte Kreatur reingekommen ist, bekommt der Maulwurf ein +1 Marke. Das ist der 2-2. Okay. Dann spiele ich die Knackerin ungelöster Fälle, 3-3 fliegend. Wenn sie stirbt, stelle ich Nachforschung an. Mhm. Sie ist natürlich auch ein Detektiv. Mhm. Ja, sind alles Detektive. Mhm. Und dann gebe ich ab. Okay, dann enttappen wir mal. Mhm. Ja, ist natürlich wieder ein guter. Ist auch noch. Komm, gib mir eine gute Karte jetzt, das schöne passende. Hm. Das ist nicht der. Ich muss gucken, das ist ja nicht der schlechte. Ah, schauen wir, was tun wir? Was tun wir? Was tun wir? Was tun wir? Wir schauen uns nochmal die mysteriöse Kreatur an. Okay, okay. Gut, 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 gut. So, der ist 2-2. Da ist alles cool eigentlich. Der ist 3-2. Die würden sich einfach gegenseitig töten. Ich habe hier einen schönen 5-5er. Irgendwie kannst du auch nicht alles blocken. Ausgetappt bist du auch. Gehe ich mal in meinen Angriff. Mhm. Und sage, dass die beiden angreifen wollen. 3-2 in der Luft und 5-5 am Boden. Mm, ja, dann blockt mein Neuling mal den 5-5er. Mhm. Der kommt durch? Ja. Okay. Gut. Zweite Hauptphase. Mhm. Will ich die schon spielen? Möchte ich die schon aufdecken? Kann ich ja jederzeit machen. Du willst gleich Marken auf den einfach legen. Ne? Ich habe das schon gecheckt. Okay. Dann bist aber erstmal du dran. Ein Land. Machst du mal einen Denkhut? War klar. Haben sie aus? Mhm. Das habe ich mir gedenkt, dass du mal Denkhut auf Flieger. Das ist halt 100 pro der Flieger. Ach. Der ist 4-3 der Flieger. Wer weiß, ist mysteriös. Wer weiß. Was das wohl ist. Sie ist 4-5. Für 3 tappe ich mal die Gewehrsfrau und gebe der Knackerin +2/+0 und Wachsamkeit. Und dann kommt die einfach mal vorbei für 6. Für 6? Ja. Für 6. Dann zahle ich mal ein grünes Mana, mhm, und lüfte das Geheimnis dieser Kreatur. Mhm. Das ist eine nervöse Gärtnerin. Mhm. Und du hättest mich töten können, hättest du den Deku, dass sie gemacht. Ich hätte das gar nicht gesehen. Dass sie, oh, hätte mich töten können, Leute. Hätte sie ein Mana mehr bezahlt, was da liegt, hätte sie mich jetzt getötet. Ja. Wenn die aufgedeckt wird durch so eine Bibliothek in einer Landkarte mit Standardlandtyp, zeige ich sie auf dem Vorne, nehme sie auf deine Hand, mhm, und dann nehme ich mal eine Ebene auf meine Hand. Mhm. Guck, guck. Cool, ne? Danke, danke. Ich lebe eine Runde, lege eine Runde länger. Ja, kriege ich 6 Schaden, ne? Ja. Die ist 4-5. Ich lege den anderen Denkhut auch noch mal an sie an. Cool, dann kann sie gleich blocken. Hm, cool. Wie stark ist sie jetzt? 5-7. Krasses Teil. Dann gebe ich ab. Dann gibt sie ab. So, jetzt komm. Gib mir den Finisher. Das ist er leider nicht. Aber mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Denn wir können sagen, dass wir für 4 Mana mhm, einen Loxodon-Rauscher legen. Mhm. Der hat 3-3. Ja. Bringt uns einen Hinweis, der uns hoffentlich jetzt was bringt. Denn wir zahlen für 2 Mana.
reicht dann nicht mehr, ne? Du hast 14. Yep. Du hast 14. Ich kann natürlich einfach all in gehen. Dann musst du blocken. Wie viel Schaden mache ich denn? Wenn du nicht blockst, mache ich 3, 4, 5, 10, 12. 12 Schaden würde ich... Wer hat da wohl gerade kommentiert? Wer könnte Johnny Jack 76 wohl sein? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist bestimmt nicht eine Person, die wir kennen. So, auf jeden Fall. Wie gesagt, 3, 5, 10, 12. 12. Wenn du mit einem den Dicken wegblockst, der trampelt leider nicht. Och, obwohl, vielleicht trampelt der ja doch. 12. Und, all in. All in, Jenna. Hinweis kann ich auch noch machen. Mal checken, dass die Lage so ist. Doch. So blockst du. Okay, so. Das heißt, du blockst da den Dreier weg. Ich denke nicht, dass das reicht, weil du wirst mich trotzdem töten können. Aber was ich halt noch machen kann, ist, dass ich eine fanatische Stärke spiele. Habe ich mir gedacht. Die Kreatur, ja. Dann bekommt die plus 3, plus 3 und Trampelschaden. Mhm. Und dann kommt Damage. Hier stirbt mein Vogel. Ja. Leider. 2, 3, da kommen, hier kommen 5 und 3 sind 8, abzüglich 2 sind 6, 7, 8, 9, 10. Der ist in der ewigen Jagdgründen. Ja. Und dann bist du dran. Ja, dann fliege ich vorbei. Ja, das funktioniert. Und dann bin ich kaputt. Haben wir, gut, das ist ein Applaus. Ja. Ich habe meine gebordete Karte gar nicht gezogen. Schade. Ja. Die wäre auch richtig gut gewesen. So, mal gucken irgendwie. Ich muss nochmal borden. Nochmal? Nochmal. Ich hole mir jetzt schnell einfach noch eine mehr, Eins, ja. Einfach noch mehr borden. Wenn du borden kannst, dann mach es doch. Schließlich geht es jetzt ja drum hier. 1-1 steht's, Leute. Spannend. War bei Julian auch. 1-1. Spannende Matchups. Alles Julian war doch das letzte Match dann sehr schnell, ne? So. Ja. So. Ah, mein Mikro. Nein. Hab's kaputt gemacht. Mhm. So, mal ein bisschen schauen, was hier so geht. Mhm. So. Ich glaube, das hält jetzt wieder. Sind eigentlich alle gut. So, 2 wollen wir tauschen. Wollen wir denn 2 tauschen, ist die Frage. Hat alles geklappt? Du hast die ruhig Zeit, ja. Finales Match. Na? Finales Match. Ja, du hast ja schon gut hier geschlagen. Aber mal gucken, was hier geht. Jetzt hatte ich auch eine schlechte Starthand, hatte dann einen Mulligan. Jetzt möchte ich einfach mal bitte, ne, mal ganz ordentlich die Kurve hochziehen und die richtig hart fertig machen. Nee. Das ist mein Wunsch. Gibt's nicht. Aber es macht schon mega Spaß. Also es ist wirklich so, man muss das Set ja auch einfach mal erspielen. Ja, also was die Karten so können. Und wie gefallen dir deine Detektive?
Ich liebe meine Detektive. Ja, das ist echt cool. Das ist doch gut. Ja, also ich finde mein Deck. Ich liebe meine Detektive noch mehr, wenn sie gewinnen. Ja, das ist klar. Ja, ich finde mein Deck aber auch gut, weil, wie gesagt, ich jetzt auch so viel irgendwie machen kann oder irgendwas. Es schlägt sich immer ganz, ganz gut. Also mit Julian waren die Matchups auch wirklich knapp. Ne? Wie gesagt, zweite Mal schlecht gezogen, aber sonst war das praktisch so wie bei uns beiden jetzt gerade. War wirklich immer so knapp, ne? Wer denn dann wirklich gewinnt. Und das sind ja eigentlich dann gute Matches, so muss man sagen. Finde ich zumindest. So. Ich habe verloren, ich möchte anfangen. Das ist ja schon mal gut für mich. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt bitte, bitte, bitte. Komm. Einmal richtig schön. Na, ich nehme auf jeden Fall neue. Ja, das ist bei mir aber auch Quatsch. Das muss ich auch machen. Ja? Ja, das bringt gar nichts. Wieso? Ja, weil ich hatte drei Wälder auf der Hand und weiße Karten. Achso, ich hatte nur ein Land. Ja. Ja, bei mir brauchst du dann nicht drüber nachdenken. Das war dann wirklich Tünnef. So. Ja, aber ein Land brauchst du auch nicht drüber nachdenken. Ja. So, mal zumindest beide mal liegen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht ja schon wieder so los, ey. Es will dann nur ein Land. Ja, also so gut ist die Hand jetzt auch nicht, aber ich halte sie trotzdem mal. Das wollen wir nicht. Das war gerade in Game 3 bei Julian auch so. Da waren wir das Glück auch nicht hold, ey. Oh. Ja, ist ja schön, wenn ihr gewinnt, aber toll ist das nicht. Tja. Den zweiten Mulligan nehmen zu müssen hier, wenn du eigentlich mit 22 Ländern spielst, weißt du, jetzt nur ein Land auf der Hand oder so. Das heißt, es kann immer noch schlechter werden. Das ist immer die Sache dabei, ne? Aber ja, du musst ja schon spielen. Ich kann halt meisterhaft abheben. Ja, wenn du nicht spielen kannst, ist immer natürlich Quatsch. Na, so, es ist auf jeden Fall schon gut durchgemischt hier. Alles randomized. So. Ja, so. Ach, du hast ja, weil ich brauche nicht. Okay, so. Jetzt aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zweiter Mulligan. Das heißt, ich muss zwei Karten drunter legen. Und ich fange ja an. Ne? Das heißt. Wolltest anfangen. Ja, ja, natürlich wollte ich anfangen. So, das heißt, weg geht das. Ah. Ja, komm. Ah, schwierig. Ja, und weg geht das, komm. Die beiden gehen weg. Ja? Ja, muss ja. Muss ja. Wir müssen ja zwei weg. Ja, dann let's go. Ich fange an, ne? Komm, eine Ebene, du. Insel, du bist dran. Mhm. Dann kommt ein Wald und du bist dran. Ebene und Denkhut, Artefakt, Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+2. Ausrüstung an einen Detektiv 1, sonst 3. Dann gebe ich ab. Ich mal. Bringe eine Ebene und bringe eine mysteriöse Kreatur. Mhm. Dann bist du dran. Ich mach das mal auch. Oh, sie macht das auch. Mhm. Dann gebe ich ab. Okay. Dann tappen wir. Ziehen. Legen einen Wald und bringen für 4 Mana ein Loxodon-Lauscher. Der ist 3-3. Kennen wir von gerade. Bringt einen Hinweis mit. Ja. Dann bist du. Viel zu viele Handkarten. Inspektor-Neuling. 1-2. Wenn ein Spiel kommt, kriege ich einen Hinweis. Für 2 decke ich den einfach mal. Auf ist der steinerne Zeuge, 3-2, fliegend Wachsamkeit. Wenn er aufgedeckt wird, kann ich eine Kreatur tappen oder enttappen. Ich tappe dir mal den Lauscher, krieg nochmal den Denkhut an ihn an, dann komme ich für 4 in der Luft. Jetzt willst du es wieder wissen, ey. Ja. Ja, schon eine Killer-Kombo. Dann gebe ich ab. Mhm. Dann gibt sie ab. Ich enttappe. Ich ziehe. Mhm. Ich lege einen Wald. Mhm. Und mit einem Wald kann ich sagen, zack, hier, pass auf. Qual der Wahl. Hexerei, bestimme eines. Ich bestimme eines. Jeder Gegner opfert ein Artefakt, wäre dein Denkhut. Jeder Gegner opfert eine Verzauberung.
Ja, Opferzugriff. Ne? Aber jeder Gegner opfert eine fliegende Kreatur. Opfer mal eine fliegende Kreatur. So. Weg ist das er. Kriegst du zurück. Ja, dieser kleine Arschlochvogel ist jetzt weg. So, und dann kommt erstmal für 2 Mana der Hinweis auch noch weg. Mhm. So, damit ziehe ich eine Karte. Das war eine 2. Karte in diesem Zug. Das heißt, der Loxfernlauscher hat +1/+1. Ne? Und tappt nicht beim Angriff. Mhm. So, und dann kommt er mal vorbei für 4. Ja. Gut, mysteriöse Kreatur, müssen wir kurz nochmal schauen. Na? Und dann kommt bei mir für 2 Mana noch was, nämlich ein Marktwachenphantom. Ist 2/2 und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deinem Kontrolle ins Spiel kommt, erhält es Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Dann bist du dran. Ja. Ich spiele mal den Projektor-Inspektor 3/2. Wenn er oder ein anderer Detektiv unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt und immer wenn ein Detektiv, den ich kontrolliere, aufgedeckt wird, kann ich eine Karte ziehen. Falls ich das tue, werfe ich eine Karte ab. Okay. Zieh mal eine Karte. So gut. Projektor-Inspektor. Wirf mal die Spitzenermittler ab. Oh. Mhm. Weil die zu viel Mana kosten, ne? Ja. 6 Mana kosten die, okay. Dann lege ich mal den Denkhut an den anderen, ist der jetzt 4/4. Mhm. Dann gebe ich ab. Okay. Dann tappen wir mal. Ziehen eine Karte. Mhm. Und sagen für 5 Mana. Decken wir hier mal auf. Guck mal. Das ist ein 4/3 Flieger. Mhm. Der möchte angreifen. Das Fenstersturzphantom. Boom. So. Und dann legen wir noch eine Ebene. Mhm. So. Und dann bist du dran. Okay. Dann für 3 improvisierte Fesseln, Verzauberung. Wenn sie ins Spiel kommen, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, ins Exil, bis die Fessel das Spiel verlassen. Und ich kriege 2 Leben. Und ich greife dich mal für 4 an. Du greifst mal für 4 an. Lass ich durch. Und dann noch ein Inspektor-Neuling, heißt, ich kriege noch einen Hinweis. Mhm. Dann gebe ich ab. Okay. Enttappen wir mal. Ziehen. Okay. Alles nicht so prickelnd. Alles nicht so prickelnd. Alles nicht so toll. Nee. Schade, dass du das so oben hattest. Ja, bist du dran. So. Dramatische Beschuldigung. Verzauberung Aura. Verzauber eine Kreatur. Wenn sie ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Für 2 blaue mische ich die Karte in die Bibliothek des Removal Besitzers. Removal funktioniert hier. Removal Nein, ist am Start. Ich für 4. Ja, jetzt muss ich ihn blocken. Ich blocke. Okay. Und dann gebe ich +3/+3 mit einer fanatischen Stärke. Ja. Dann rüste ich hier noch einmal um. Mhm. Und dann gebe ich ab. Okay. Ziehen. So. Ja, alles ganz toll. Bist du dran? Mhm. Ja. Removal hilft. Ja, Removal macht Kreaturen. Removal macht Kreaturen weg. Ich greife dich für 3 an. Ja, passiert. Und dann ziehe ich noch eine Karte durch den Hinweis. Ja, super. Ja, dann gebe ich ab. Okay, dann ziehe ich auch mal. Ja, das ist aber gut. Denn jetzt kann ich eine Ebene legen. Wow. Und bringe für 5 Mana ein neues Phantom. Mhm. Da ist das. Und dann bist du dran. 4/3 fliegend. Ich hoffe, dass kein Removal stellen wir uns alle die Frage, ist das gut? Oder ist es... Wir haben noch mehr Removal, Leute. Ja. Ja, das ist dann einfach der Lucky Draw. Das ist der Lucky Win, ist das, Leute. Das ist einfach lucky. Ich komme für 3. Ich ein bisschen Pech, sie ein bisschen Glück. Sie kommt für 3. 1, 2, 3. Ich opfer meinen letzten Hinweis. Dann reichen auch so kleine Detektive. Aber Hinweise helfen ja auch. Ja, ja. Dann gebe ich ab. Spürst du das bei mir innerlich?
Ja. Mann! Tja. Ach Gott, ey. Ach, Mann, Mann, Mann. Und ich könnte sogar noch ziehen, aber nee. Tut sie nicht. Ich kann eine mysteriöse Kreatur legen. Hm. Ja. Und dann bist leider du dran. Da lächelt sie schon wieder. Nächstes Removal. Zack, bam. Ja, da kannst du doch auch nichts machen, Leute. Das ist wirklich Schicksal. Ey. Das soll einfach nicht mein Game werden hier anscheinend. Dann gebe ich ab. Dann gibt sie ab. Wunderbar. Du hast das abgehoben. Das stimmt allerdings. Mhm. Du hast dir das gemischt. Oh, toll. Ja, guck mal. Hier. Ich kann das auch. Für 3 Mana spreche ich mal improvisierte Fesseln auf den Detektiv, wo der Hut drauf sitzt. So, dann ist er nämlich auch geexalt und ich kriege 2 Lebenspunkte. Hm. Ja, dann bist du dran. Ja, erstmal Hut umrüsten und für 2. Und dann die interne Gewehrsfrau, die den Detektivtoken jetzt mitbringt. Jetzt langsam ein bisschen eng. Und dann... Gib ich auf. Michi, du kannst nicht alles blocken, Michi. Das geht nicht. Was ziehen wir? Tja. Ich spiele das hier bis zuletzt. Ich mache das ganz bis zum Ende. Für 4 Mana kommt der Loxodon Lauscher. Bringt einen Hinweis. Mhm. Ich weiß nicht, also, ich habe 3 Leben. Mhm. Kann der Hinweis mir noch irgendwie helfen? Nö, ne? Ich kann ein 1-2er finden. Finde ich den ja. Mal gucken, ne? Hier nehmen wir mal den Hinweis weg. Was? Tapp doch 2 Grüne, wenn du den 1-2er suchst. Nee, ich tapp so. Okay. Vielleicht habe ich dich angelogen. Ich suche den gar nicht. Ja, aber der 1-2 ist weiß. Nein, das ist nicht. Ja, ich weiß, dass der weiß ist. Gut. Aber ich habe den gar nicht gesucht. Ich habe was anderes gesucht. Du hast eh noch eine Ebene auf der Hand. So. Kann ich nicht spielen. Bist du dran? Komm, Removal von oben. Schade. Ja, was musst du denn da jetzt überlegen? Also bitte. Ja, ich nein, ich kann die Kreatur verlieren, wie schrecklich. Ja, ich block mal irgendwie hier den 2-2er da. Ja, ist noch 3. Krieg noch 3, guck mal. 1-2-3. Ich tue 3. Ja. Ich hab natürlich die Qual der Wahl habe ich gesucht. Weil die spiele ich jetzt 3-mal oder irgendwas oder so, den anderen nur 2-mal, das heißt von der Wahrscheinlichkeit irgendwie. Das, was ich gebordet habe, habe ich leider gar nicht. Dein Song. Genieß ihn. Yay. Hat Jenna sie wieder alle fertig gemacht. Ich kann dir mit Detektiven zeigen, was ich gebordet habe. Ich habe 3-mal reingebordet, Kaltstellen. Kann ich neutralisieren? Ach, noch mehr Removal oder was? Ja, ja. Zappe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl und lege auf jede davon eine Betäubungsmarke. Stelle Nachforschung an. Hattest du nicht vorher mit Julien Spiel ihm gesagt, das ist total langweilig, gegen einen Spieler zu spielen, der immer alles nur removelt? Ich mach das kaputt, ich mach das kaputt, ich mach das kaputt. Ja, ist es auch. Kaputt. Und dass du viel lieber blau spielst, weil blau das irgendwie nicht macht? Nee, ich spiele. Ja, ich hab Julien gesagt, ich spiele es selbst gerne. Aber ich spiele nicht gerne dagegen. Also. Das ist deine Kreatur. Wieso liegt die hier? Weiß ich nicht. Egal. Ich fand es toll auf deiner Seite. Ja, ja, auf der Seite der Gewinner. Hast du auf jeden Fall gut gemacht. Ja. Hast du ein gutes Deck gebaut. Detektive können was. Habe ich vorher gehört, ich liebe Blau? Oder was habe ich da gehört bei dir? Nee. Achso. Okay, also soweit sind wir noch nicht. Wir müssen uns alle noch keine Sorgen machen. Nein, alle Farben sind cool, alle Farben spielen sich anders. Ja, auch mein alle Deck, Farben sind gleich toll. Mein Deck hat auch wirklich Spaß gemacht, nur es hat mich ein bisschen wirklich immer im Stich gelassen. Das war jetzt ja gerade wieder ein Mulligan, vorher bei Julian war das dritte Match auch Mist. Aber du die musst anderen, halt aber die deine anderen, Karten pflegen und sie lieben. Ja, dann gedeihen sie. Tue ich. Ich weiß ja nicht. Aber ja, es ist ja auch mal okay. Der Geist lag gerade auf meinem Brett. Wenn die nächste Generation dann auch mal den Sieg einfährt, dann... Ja, also lasst eure Kinder gewinnen und dann spielen sie weiter mit euch. Das ist...
Das ist das große Geheimnis. Das ist halt nur die Ausrede. Jetzt für alle, die das Video bis zum Ende geguckt haben. Das ist einfach die große Wahrheit des Lebens. Ne? Und du so hattest immer Win-Conditions dazu. Auf der Hand und warst so. Also auf jeden Fall, coole Sache, cooles Set. Nächstes Mal geht es weiter mit den Full Power Decks. Dann werden die Karten neu gemischt. Ne? Ja, wir bleiben natürlich in den Farben. Also du bleibst dann weiß-blau. Ich bleib bei den Gewinnerfarben. Detektiv-Power. Ich bleib mit weiß-grün am Start. Julian mit rot-schwarz. Ja. Wird auch cool. Ne? Also zockt euch durch Mord von Karloff Männer durch, Leute. Und wenn ihr das Video bis Ende geguckt habt, also wie gesagt, gebt gerne ein Like, abonniert den Kanal, schreibt eure Feelings in die Kommentare und suchtet euch durch alle anderen Videos des Kanals durch. Magic News, Unboxings, whatever. Oder kommt bei uns einfach persönlich im Trading Card Superstore vorbei. Rächt mich, zockt gegen Jenna, macht sie richtig hart fertig so und dann ist die Ehre wiederhergestellt. Willst du auch noch was sagen? War eine perfekte Abmoderation, oder? Guck mal, jetzt hast du eine Abmoderation, aber so nochmal ganz viel. Ne? Dann machst du die jetzt. Ich habe nicht zugehört. Ich muss das nächste Mal das nochmal hören. So. Wunderbar. Hier, guck, ganz toll. Wo war's? Da. Yay! Alles klar, dann sind wir raus, Leute. Ja, viel Freude noch mit Magic und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.